willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute ein neues Spiel, beziehungsweise wir spielen es heute erstmal an. Das ist ein Spiel, wo wir einen Polizisten spielen mit Grenzüberwachung, das wahrscheinlich Richtung Russland gehen wird. Das Ganze gibt es jetzt auf Steam. Ich kann euch mal kurz die Bildschirmaufnahme anmachen. Bündchen. Und zwar das hier. Da ist momentan noch Rabatt drauf. Das heißt, bis zum 23. März ist das Ganze noch für 17,16 Euro zu bekommen bei Steam. Also wenn ihr Bock drauf habt, selber es zu spielen, dann könnt ihr euch das Ganze holen. Ansonsten gucken wir mal ins Game. Wir werden mal so ein paar Folgen machen. Ich starte mal ein neues Spiel. Ich hoffe, dass der Ton nicht zu laut ist. Ich werde das Ganze so auf 20 Minuten eventuell pro Folge cutten. Werden da so drei Folgen vielleicht rausmachen. Damit ich das relativ schnell hochladen kann. Und dann werden wir auch mal schauen, wie euch das Ganze gefällt. Und wenn ihr sagt, ich will mehr von diesem Projekt, werden wir versuchen, das Ganze weiterzuführen. So schnell kann keiner lesen, aber gut. 1981. 16.04. Okay. Stavku varíšu, me to budu látko adru. Подробники отдали. Это водка грудок. Это нет обживать, коли что неделька от дрибай дюра. Зато варишь комиссар, валишь то от вас акаток. А еще музыка успокоит? Но подшадай всем реколку. Или ее покончили шкали розников. Бадули мауаши. Веч то или ее окристков мачко мол. Okay. Nu, posłał raporta, aż warisz komisar. Popowdzia. Haben wir das Ganze auch mit Kontrolle? Nee, leider nicht. Oder ich muss das einstellen. Ich komme auch nicht ins Menü. Tag wieder. Auch man kann sogar die Tage wiederholen. Aber ich habe jetzt hier keinen. Nee, man kann nicht mit Controller spielen, so wie es aussieht. Left Shift? Nein. Attacke umladen, Spezialaktion. Okay, ich bin mal gespannt, was da kommt. Einfach mal hier runter. Villa als Einführung. Ich hier? Okay, was ist das? Irgendwas mit Post, aber ich soll erstmal meine Dienstmappe holen, okay. Das heißt, die wird wahrscheinlich das hauptsächlich wahrscheinlich spielen. Soll wohl auch ein bisschen Action geben in den Game. Dienstmappe, ja, lass mich erstmal gucken. Guck mal, hier Wodkaflaschen, Zigaretten, Blume, uralter PC. Ventilator braucht keiner. Schreibmaschine, ja. Wer bist du? Igor. Das ist der gute Igor. Ja, was haben wir hier? Das ist eine Karte. Okay, hier haben wir ein Lager. Was ist das? Post. Okay. Risika. Das hier, eine Arrestzelle. Kaffee, ganz wichtig. Der ist aber kalt. Das hat auch nur Geld. Ausmachen. Gefangenzelle, nur von drei. Zahnbürste, Waschlappen. Die haben ja gar keine Toilette. Die benutzen den Eimer. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass da einer freiwillig rein will oder so. Was habe ich hier? Dienstmappe. Okay, Diensthandbuch. Ah, okay, das habe ich dann immer mit dabei, so wie es aussieht. Dokumentenprüfung, Vor- und Nachname, Haltbarkeitsdatum, Passfoto und Passnummer. Der Rest ist noch zu. Okay. Der Rest kommt also noch.
tajanka, że ja wiele walidne dokumenty. Prosicie Heno ukazać na ja wsiem kartu. A rozko propsze aman. Atmatur. Listować wasz różny aktu. Wasz różny automatyczny komparatno instrumentu, eto kontrolna sa jazdy ciela miano, esti horosny na wsiem dokumenta. Ja, was ist das hier? Arthur, ja, passt. Volle Nahwahrnehmung. Ah, okay, Übereinstimmung. Was ist das denn? Die automatische Vergleich reduziert deine Wahrnehmung. Ah, okay, das heißt, mit diesen Sachen können wir dann immer gucken. Korrekt, okay. Das heißt, Passnummer haben wir M4. Ja, das sieht gut aus. Gültig für Juli 81. Wir haben August, das heißt, der ist bis dahin noch gültig. Gültig bis Mai. Ja, das heißt, der wäre eigentlich auch noch gültig. Kontrollbericht. Okay, also Name ist korrekt. Das ist stimmt überein. Das ist okay. Haltbarkeitsdatum? Nein, habe ich noch gar nicht geguckt hier. Haltbarkeitsdatum gültig bis. Passen nicht zueinander. Heißt, das Haltbarkeitsdatum würde schon mal nicht passen. Passnummer? Hast du auch. So. Geburtsdatum? Ja, sage ich nur das Foto. Kann ich das wieder wegmachen? Also du, dein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen, ne? Deswegen... Ja. Ich lass dich nicht rein. Musst du den neuen Passwort, sorry, Dude. Ja, Pech gehabt. Mehr auf Dokumente gucken. Next! Wer kommt denn hier rein? Der Fahrer war sauber. Ah, okay. Das heißt, gelbe Sachen hätte ich reinlassen können. So, leider, das passt. Königreich. Habe ich hier irgendwas mit Kontrollbericht? Königreich, Königreich starten. Königreich, offizieller Stempel. Der passt. Geburtsdatum, gültig bis April. Oh, du, der ist abgelaufen. Aber das ist okay eigentlich, ne? Weil wir in Inland haben wir auch gerade abgelaufen und wir haben gesagt, der darf nicht rein. So, Fahrzeug. Was hast du im Fahrzeug? Was hast du für ein Kennzeichen? Kann ich dein Kennzeichen auch irgendwo sehen? Ja, ich würde sagen, ist okay, ne? Jetzt haben wir mal deine Visage. Ja, ein bisschen hässlicher Vogel. Name passt. Das passt. Das Geburt, also Geburtsdatum Gültigkeit. Ist das gültig bis? Passen nicht zueinander. Ja, das ist gültig. Einreiseerlaubnis ist. Warte mal, die ist ungültig, die Einreiseerlaubnis, ne? Also müsste ich ja eigentlich sagen, er darf nicht einreisen. Gültig bis 24. Mai 81, das passt. Aber ich habe jetzt hier nichts drauf. Haltbarkeitsdatum. Was ist das ein. Ich sag einfach mal nein, oder? Ne, komm, wir lassen den mal rein. Na, dann haben wir gerade auch reingelassen. Ah, fahr doch mal rein. Den anderen haben wir gerade nicht reingelassen. Guck mal, ob wir es jetzt richtig machen. Ja, hau doch mal ab. Und, war auch wieder falsch? Und?
Okay. Markierte Fehler, falsch markiertes Feld. Okay. Gescheitert. Oh mein Gott! Wir haben direkt verkackt. Okay, können wir den Tag nochmal wiederholen? Ja, wir haben direkt verschissen. So. Ja, das hatten wir gerade, deswegen kann ich das schon einmal wegmachen. Was passt ja so wird alles, denke ich mal. Ne? Das passt gültig für November 81. Das passt gültig bis, ja. Das sieht soweit ganz gut aus. Bist du denn unser Landsmann, so wie es aussieht? Ja. Was richtig? Wenn jetzt es wieder falsch ist, dann weiß ich nicht warum. Also warte mal, ich muss mal eben kurz das Spiel ein bisschen runterschieben, damit man auch den Chat und sowas sehen kann. So. So, Name passt. Das passt. Gültig bis 12. Gültig bis jetzt. Oh, der ist abgelaufen, ne? Wir haben doch 81, ne? Und besucht, der ist abgelaufen. Dokumentenprüfung. Wo ist mein, wo ist mein Zettel hier? Ne, ich wollte den Dings hier haben, hier, den Zettel. So, der hat welches Logo? Dokumentenprüfung, Vor- und Nachname. Das passt. Haltbarkeitsdatum. Der Personalausweis ist gültig bis 81, bis 15. Der Einreise, die Einreiseerlaubnis allerdings ist abgelehnt, abgelaufen. Das heißt, wir dürfen den nicht reinlassen. Passnummer. Flagge. Der ist aber nicht von uns hier, also nicht von denen, der kommt woanders her. Der müsste auch von Königreich von Eiken kommen. Ja, Dude, nicht zu ungut, ne, aber... Aber ich kann das Ding hier nicht öffnen. Abgelaufen, Dude, kann ich dich nicht reinlassen. Aber ich habe das Ding jetzt hier nicht gehabt hier. Ein Fehlerbogen. Ja, aber ich habe den Kontrollbericht nicht gehabt. Wieso habe ich den Kontrollbericht nicht hier gehabt? Was ist das denn hier für ein Mist hier? Achso, eine Karte. Karte will ich doch gar nicht. Kann ich die wieder zurückbauen? Oben. So, Kollege. Proszę od dokumentu. So, was ist mein Kontrollbericht? Wieso kriege ich diesen Kontrollbericht hier nicht? Ach, ich muss da oben hinklicken. Ah, okay. So, Emmy, Alter, passt. Du bist auch nicht von uns, Kollege. Einreisegrund, 10. September, der ist gültig. Passnummer, sieht okay aus. Geburtsdatum gültig bis 5. Mai. Wir haben 16. April, das sieht auch okay aus. 81. So, dann lass mich mal schauen. Du hast etwas anderes als Bild. So, kann ich das bei dir jetzt nicht nachgucken? Flagge. Sieht alles soweit okay aus eigentlich, ne? Also ich würde dich jetzt durchlassen. Mach mal die Tür zu. Akaristańska. Atli.
Ich hoffe, das war diesmal richtig. Aber jetzt weiß ich ja, wie ich den Kontrollbericht kriege. Also. Ja, perfekte Inspektion, sehr schön. Nego Dainara. Atmaturo. So, der Name passt. Der passt nicht. Das passt überhaupt nicht überein. Passnummer ist falsch. Das Foto, er hat keinen Bart. Frisur ist auch anders, ansonsten könnte er eigentlich gleich sein. Gültig bis 27. April. Ja, aber du, das ist mir sowas von egal, weil du kommst nicht rein. Einfach aus dem Grund. Verweigert, Kollege. Das passt hier nicht mit deiner Nummer. Ah, netter Versuch, ne? Mach einen Abgang. Ich hoffe, das war richtig. Also, Bart ist so... Klar, ich habe auch manchmal einen Vollbart, dann habe ich wieder keinen, aber ich habe halt immer meinen Spitzbart, den lasse ich mir halt auch immer wachsen. Aber vom Gesicht siehst du eigentlich meistens immer gleich aus. Was ist los, Licho Rosno denn nahe? Nicht auf so Ada Trudna, ne Adalio? A wie wir passen auf unsere Quartiere, als du sie lege und dich hast. Okay, was habe ich hier? Was, damit kann ich mich waschen und sowas. Okay, das ist unsere... immerhin haben wir Gurken. Ruhepause. So, Tag 1. Nicht korrekte Prüfung 1. Eigentumspflegung 3. Mit Mitarbeiterverfügung. Okay, das heißt, ich habe jetzt nur noch 75 Dollar. Wow, das ist... Das ist hart. Ja, das ist sehr hart. So, speichern. Adaiche Varisu. Mein Name ist Juri Petrov. Ich bin Madre Kommissaria Siu und Prewodnik Rugaschny Dennaja Waszego Trenirovka. Leno Czas, mieli stać inkratny aktivnia ać oberankowych szmuglistów. Lusko mnie, nasze wywiady Iliad Maduro, et dostawica wam straszne informacje. Każewano trička estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukacie wsiem, kotory pasujcie opisaniu. Nemi Nuracho kontrabandu a szajadic ać akaristanska. Adwi arabacznij to szajadiciela ać kontrolo. Aha, listo ać naszego estio podrymnika. A questiona jego wychodzi as maszynu. Eto posukati kontrabasa. Obar, to obar. Kontrabandity... No, raz nie mają kukien hier. Ilio serpientny znak. Ona ja listo ać fioletka migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik eto as możny. A wie pier, wy posukacie znaków kontrabandu, a ci eno siedzenia. Reifendachrinnen, Kotflügel, Kraftstofftank, Luftfilter, Stoßdämpfer. Okay, ich mache mal einen Screenshot davon. Arbacznito, my trebujet instrumentów ać rabotza. Pochwyćta ostrak, zapastor, spolużyjcie ostrak, a troby rozrywati obiwetko siedzenia. Ać turwa duras. Zabija go, rodny! Wy wundro ać wiepier kontrabandu. Kontrabandu nie tap zawdry paznaczno. Inogda estio skryćna ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati edu maskota. Nie tap migotnika ta jest, a da wy madre obarstnej strat. Im Akku, hier beim Luftfilter, o Junge. Wsiem edu atma.
Mendinica, kontrabanditele estior rado pas myśli. Vaša politska rovniško, madre etu podrički as pasta kontroli. Ale i vy madre arestnonč eto bydlok. Ja, ich will über die Reifen auch noch eben angucken. Barasto, Osipka! Arrestzelle! Możliwości pretensji kontrabandu, instrumentów, a różniki, ać otrawku pradomiania. Peretno a rodni denna ja, wasz ekspadrycie. Die Emi macht das nicht mit dem schnellen Verschieben, aber das Messer würde ich ganz gerne in meiner Hand halten. Das ist mir. Wachtmeister, Grenzschütze. Also, die Assi chillen die heute hier den ganzen Tag, ne? Und was machen die denn mit dem Auto? Und da ist bestimmt noch mehr Leute, die wir da kontrollieren sollen. Atrich, akrovrotaj. Man sieht es richtig, ja, aber er hat hier einen anderen Pass drin. Gut, steig, tu mir mal einen Gefallen und steig mal bitte aus. Können wir mal dein Auto genauer angucken. Keine Mätzchen. Es scheint sauber zu sein hier. Da sehe ich jetzt zumindest nichts. Ein Schifffach ist auch nichts drin. Kann ich nicht runternehmen. Anderen Schnauzer, ne? Sieht mir irgendwie nicht so aus wie der Typ hier. Also ich würde jetzt sagen, dass der da aber, der passt uns alles. Der Name ist halt, der B passt. Passt das überein? Ah, guck mal hier. Passfoto passt nicht. Ja, Passnummer passt nicht. Foto. Obwohl, es ist, reicht ja schon das, dass ich sagen kann, hier, du kommst nicht hier rein. Sorry, Alter, aber... ist verweigert. Komm. Was habe ich denn hier noch? Schmuggler?
Und der schwarze Schlange hat wertvolle Informationen über einen weiteren Schmuggler. Schmuggler sind Fahrer 38. Wie, willst du nicht kuscheln? Oh, sieht soweit sauber aus hier. Gib mir mal deine Papiere. Proszę od dokumenty. So, dann lass uns mal gucken. Kontrollbericht hier. So, Sevin. Ja, das passt. YH am Ende passt. Gültig bis 81. Das passt. Gültig bis Dezember. Ja, Königreich von Icon. Eben nach dem Logo gucken. Ah, guck mal hier, vergleiche das Gesicht des Fahrers mit dem Foto mit dem Reisepass. Sie müssen identisch sein. Ja, deine komische Visage passt. Verschiedene Werkzeuge. Ich werde gleich mal die Axt, das andere in der Hand nehmen. Mal gucken, ob ich da noch was finde. Weil müsste das ja leuchten im Endeffekt, ne? Ach, guck mal, nee, dafür brauche ich die Sachen, okay. Hessa, okay, da kommt aber noch einiges auf uns zu. So, welches Logo hast du denn? Hut darf nicht sein. Wieso darf der Hut nicht sein? Achso, auf dem Reisepass, ja. Das stimmt. Ah, ansonsten sieht alles okay aus hier. Hast du erstmal dein. Hast du wieder das auch erstmal rein? Ich habe jetzt nichts gesehen. Was jetzt nicht passt. Achso, mach mal eben hier noch dein Ding hier zu, ne? Deine Haube auch bitte. Komm ich nicht dran. Ihr macht davon alleine. Oh, war sogar richtig. Wow. Ich muss eine Schleife aus dem. Ja, das ist. Das halt nichts haben, was du da. Ah ja, steig ruhig mal aus. Jetzt gib mir erstmal deinen Pass hier, Junge. Wenn du mir schon so kommst, ne? Du, dann hast du doch bestimmt schon wieder irgendwas, was nicht passt. Eine hässliche Visage passt schon mal. Immer noch April. Ja, das passt. Was bist du? Bist du Staatsbürger? Du bist anscheinend Staatsbürger. Lass mich mal schauen hier. Hast du irgendwo eine Schlange? Warte, also, sonst mache ich gleich die Sitze kaputt. Da sind jetzt auch keine Radkappen oder sowas drauf, ne? Deswegen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass er hier irgendwo was hat. Da muss ich die Sachen dafür in die Hand nehmen. Warte mal, ich mach mal auf hier. Nee, aber ich sehe das ja mit dem Dingen, ne? Also ich sehe das ja mit dem UV-Licht. Oder ist das hier eine andere Mission? Alter des Fahrers 38. Wie alt bist du denn? 42, wir haben 81. Ich glaube aber nicht, dass der Typ das ist. Ja, ansonsten habe ich jetzt nichts gefunden, was jetzt nicht passt. Also. Gültig bis, gültig für. Das ist aber der Perso, ne? Das ist ja was anderes. Passt. Das passt auf. Foto passt nochmal. Haltbarkeitsdatum, das sieht alles so tutti aus. Kannst du eigentlich rein. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Ja, mach einen Abgang. Der Fahrer sollte verhaftet werden?
Всем ајден нај. Утрошни комисар турај е наживо да не зи. Оу. Оу. Echt verkackt. Bin ich gut da drin? Ich bin nicht gut. Ja. Ah, okay. Also man muss auch nach dem Alter gucken. Aber sollte ich das denn wissen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Zettel damit gemeint war. Oh, wir haben einfach kein Geld, ne? Перемесните контрабанду од шода за вашего инвентажа на трансферовни селектов продометники ач магазину. Kriege ich jetzt mein Auto an? Spiel? Ich möchte das Auto anmachen. Ey, Auto, wie wär's mit uns beiden? Spring doch an, Mann! Warum geht das nicht? Ich hab hier nur Licht. So. Wo sind wir denn? Grenzposten, das heißt die erste rechts, dann komplett geradeaus bis zur nächsten Abbiegung. Okay. Lass das Radio jetzt einfach mal aus wegen der Musik. Dann mal kurz gucken, bin ich jetzt überhaupt richtig gefahren? Ja, komplett geradeaus. Damals ist man noch mit Karten gefahren. Ja. Gut, dass ich die Axt so eingesteckt habe. Das müssen wir hier rüber. Das Shop, oh, guck mal, da steht sogar mit Schildnamen und sowas drauf. Das heißt, wir müssen auch nach dem Alter gucken, ne? Also da müssen wir auch drauf achten. Er ist natürlich, das ist, ne, erstes Spiel, erste Runde. Mal gucken, wie weit das da noch geht, was da noch so kommt.
Ein bisschen eng hier, ne? Eto mestie. Stanowka Nażny i Dambra, aż wydacie rozkaz przewozku księdza Krutników. Nażny poszli ku maszynu. Der Gefangene überhaupt hat. Ja, der sitzt da drin. Ada. Odlikso. My zawdry prebuje tnu w oczka ruczko, a ci robocę. Cool, gibt sogar Geld dafür. Nażni powzica szplicka u Vlada. A dokupit odrabku instrumentów. Membinica. Nie tap instrumentów, nie tap kontrabandu. So, Platz Laden müsste links rum gewesen sein. Ich könnte auch rechts rum fahren. Nee, kann ich gar nicht. Ich muss links rum fahren. Weil ich glaube, nicht glaube, dass das Gelbe. Da ist das Gelbe eine Brücke. Wir fahren links rum. Da vorne drin? Ja, der transportiert echt eine Kuh. Krass. So, jetzt bin ich hier. Was ist das Gelbe jetzt? Das ist nur grau, das ist nicht gelb. Vielleicht ist das Gelbe noch ausgegrenzt, weil das noch Sachen sind, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Das ist auch gut möglich. Was budro naszewin u woczka komandiry acz gondra. Meno miano Wladimir Nimcu. Za to padrodniki Gavrič maja Vlad. A ja selu cnego instrumentu, a różniki etoliczno naboj. Opna wyduraż obarstnej, Ada Rozników. Ada? Co to pakałsy ten so schönes? Dule, wenn nicht schlecht. Wer weiß, ob wir die gebrauchen können. Acht Schuss. 250. Munition für Schrotflinten, Munition für Maschinengewehr, Granaten, okay. Ich würde die Pistole jetzt kaufen. Bisschen Muni. Aber sonst noch irgendwas? Kapellmesser, Kampfmesser. Ich meine nicht, dass ich da jetzt noch irgendwas brauche, oder? Muss ich das jetzt bestätigen oder so? Okay, dann. Noch eben zur Polizeistation. Viel zu jung. So, wie komme ich jetzt dahin? Geradeaus und dann links. Uh.
Kannst du nicht mehr überholen hier. Da geradeaus und dann einmal links abbiegen. So, hier müsste die doch eigentlich sein. Ist oder Polizeistation? Mahlzeit! Sehr gesprächig, die Kollegen hier. A ja pozmyślał was nie te wam abaju. Meno miano Nabokov, et madro lida ac magazin. Membinica, всем broniezy, turo ilo ac meno. Was nie ta pomskaju adaselu temu adrovni. Ach, das geht? Gibt's eigentlich Erfolge in dem Game? Ja, gibt es. Absolviere eine 5-tägige Grenzschutzausbildung. Okay. Es gibt sogar Erfolge dafür, wenn du mit den Fahrern handelst. Auf alle Polizeiautos, wow. Stelle alle Polizeibeamte ein, einen Hauch von Luxus, kaufe die beste Unterkunft, zerstöre alle Straßenblockaden. Grafschnitt, oh, es gibt sogar Gegner. Denk für zwei, töte zwei Gegner mit einer Granate. Okay. Im Bestechungsgeld an. Dreckiger Bulle. Egal, lade 100 Waren ab. Ja, wir gucken mal. Reise als Anhalter oder als Anhälterin. Okay. Geld stinkt nicht. Schließ alle Missionen für die Rebellen im Story-Modus ab. Unerschütterlich. Schieß alle Missionen für die Gruppe im Story-Modus ab. Ah, okay, wir können das. Also es gibt zwei Durchläufe. Dann kann man da barmherzig. Lass alle Besucher passieren, die Einlass begehren. Okay. Was war sie du? Obars na robotsa. Was pochwytieli adrovni kontrabandu. A wie pierwszeli ech maszino, ach powartnickaja, kontrol gondry. Da gibt's schon einiges zu tun, so wie es aussieht. Story-Modus, also Story ist das, was wir wahrscheinlich jetzt gerade machen. Das ist jetzt halt nur das Tutorial, das kann auch möglich sein. So, wir fahren eigentlich rechts rum. Und jetzt, wenn du die Möglichkeit hättest, zu überholen, kommt ein Auto, ne? Was kann ich dir jetzt sagen? Atma duro. Okay, hat den jetzt einfach nur. Okay.
Dann würde ich jetzt gleich mal eben, kann ich selber speichern? Nee, kann ich nicht. Man kann also nicht vorher speichern. Gut, dann würde ich jetzt hier einmal an der Stelle kurz Pause einlegen, weil ich muss mal aufs Klo und werde dann hier auch mal kurz die Aufnahme kappen.